Willkommen zurück, meine verehrten Game-Gesser. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Guess the Game und das heutige Guess the Game startet direkt schon ein bisschen awkward. Mir kommt es bekannt vor, was ich hier sehe, aber ich habe keine Ahnung. Entschuldige mich übrigens, bin gerade erst frisch aufgestanden und habe warum auch immer gerade einen sehr schleimigen Hals, liegt vielleicht an den starken Temperaturwechseln. Das heißt, es kann sein, dass ich heute ein bisschen in Low Voice rede. Okay. Es sieht so aus wie ein Gang, bei dem im Hintergrund so ein Shutter ist, was den Gang halt irgendwie blockiert, wo man vielleicht irgendwelche Gegner Beat'em-up-like niederprügeln muss, so Tekken 5-mäßig. Ich würde mal mit Oni gehen. Ist es nicht Oni? Könnte das ein Adventure sein? So Grim Fandango, das könnte vielleicht so von einem Artstyle her passen. Aber ich habe tatsächlich noch keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal Grim Fandango. Nope. Okay, never mind. Das ist V-Sports. V-Sports. Frage ist, welches ist V-Sports? V-Sports Resort? Wahrscheinlich. Wait, hä? Ist es wie Balance Sport? Nee, Wii Fit heißt das, ne? Ja, okay. Wii Fit. Wii Balance Sport ist das Teil, auf dem sie steht. Ja. Okay, ich wusste nicht, dass das Balance Board ein Skispring-Minispiel hatte. Das ist ziemlich cool, tatsächlich zu wissen. Aber hier, ernsthaft, ich muss mir mal kurz die Screenshots dazu ansehen. Ich will wissen, wie das erste und zweite aussieht. Ah, das ergibt Sinn. Okay, und das habe ich halt wirklich noch nie gesehen. Ich habe das halt nie gespielt. Deshalb wusste ich damit jetzt gänzlich nichts anzufangen. Screenshot 6, Original Image does not exist. Das ist ja super. Okay, anyway. Wir haben das. Ich meine, es war okay, I guess. Und dann schauen wir doch mal. 713. Das gibt mir sofort Metro-Vibes. Die Frage ist, welches? Ich gehe mit Metro Exodus. Weil das wäre jetzt einfach mein erster Guess. Und es war ein easy one Guess. Easy. Holy moly. Ich meine, kommt schon. Das schreit halt wirklich Metro. So viel, wie der Screenshot sagt, das ist schon lächerlich. Wir können ja mal weiter gucken. Ja, da hier spätestens hätte man es auch gewusst, anhand des Munitionfeuerzeugs. Klar, die Waffe hätte es natürlich auch gesagt. Und das Interface, das halt am Arm ist. Das ist selbstverständlich auch eindeutig, wenn du in einem Zug, glaube ich, also in Metro Exodus spielt man ja nicht mehr in der Underworld, sondern in der Overworld im Zug mit den Gammels. Exodus ist der eine Teil, den ich noch nicht gespielt habe. Ich wollte ihn die ganze Zeit spielen, weil ich auch denke, dass es der beste Teil sein könnte. Und naja, ich bin gespannt. Vielleicht holt es mich ja komplett ab. Und ja, das Gameplay ist selbstverständlich. Okay. 712. Ein Pixelberg. Das kann schon mal alles sein. Ein pixeliger Berg kann schon mal alles sein. Was haben wir da Schönes? Pixeliger Berg. Das ist wirklich, der Berg hier, der kann alles sein. Mit was fange ich mal an? Ich weiß halt nicht mal, mit was ich anfangen will. Also, eindeutig ist es zwar, dass es nicht Celeste ist, aber es kann sein, dass es irgendwann mal irgendwo im Hintergrund war. Und ich brauchte halt irgendeinen Start-Guess. Oh, ist das... Ist das Ghouls and Ghosts? Nein, ist es nicht. Für den Amiga. Ich habe ja gar keine Ahnung von einem Amiga. Ich versuche es mal mit Top Gun. Ich weiß nicht, ob ein Top Gun dort existiert hat, weil das von dem, wie das hier eingeblendet ist, könnte das ein Shooter sein. Oder Top Gear. Aber Top Gear war, glaube ich, Mega Drive. Wenn ich mich da... Never mind. Egal, ich gehe einfach mit irgendeinem Top Gun. Dann wird es mir sagen, ob das Franchise stimmt. Es ist kein Top Gun. Es sieht aus wie Soldat. Artillery Strategy. Ach, es ist Worms. Ach, es ist Worms. Ich bin dumm. Aber welches Worms? Worms. Gut, alles klar. Ah, das ergibt Sinn. Der Pfeil zeigt auf den Namen von dem Wurm. Ja, okay, gut.
Und das darunter ist die Lebensanzeige. Oh, damit. Oh ja, okay, okay. Hier gibt es halt Aussinn, aber ich habe halt nie das erste Worms gespielt. Das einzige Worms, was wir immer gespielt haben, war Worms DS oder Worms Armageddon. Worms DS habe ich damals mit meinen Klassenkameraden gespielt. Und Worms Armageddon, ja, ist halt der Klassiker von den 2D-Würmern schlechthin, ne? Und da kann man auf jeden Fall eine Menge Spaß mit haben. Was haben wir hier? Die Texturen kommen mir arg bekannt vor. Die Texturen kommen mir richtig bekannt vor. Aber ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, woher. Würdest du sagen, das Spiel ist so zwischen 2007 und 2013? Aber ich weiß nicht, was soll ich als Guess anbringen? Versuchen wir es mal mit Two Worlds. Ich meine, ich kann mich zwar jetzt an nichts erinnern, was so ein bisschen stahlträgermäßig gemacht wurde, aber wir machen jetzt einfach mal Two Worlds als ersten Guess. 94er Metacritic Score. Oh, ist das Batman? Das ist ein Batman, oder? Batman, Arkham City war das, was am höchsten gescored hat. Jupp. Okay, ich habe Arkham City noch nicht gespielt, ich habe nur Arkham Asylum gespielt, aber noch nicht durch. Und wenn ich damit fertig bin, will ich mir auch Arkham City mal antun. Sehr renommiertes Spiel, Leute lieben es. Und deshalb war das mit dem 94er Metacritic Score halt sehr naheliegend an dem Punkt. Boah, ich breeze hier aber auch schon wieder durch. Was haben wir hier? Das könnte ein Pikmin sein. Ich fange mit einem Pikmin an. Mit dem ersten. Nope. Es ist aber das Franchise. Das heißt, das war schon ein sehr guter First Guess meinerseits. Machen wir die 2 und das war die 2. Okay. So schnell kann's gehen. Ich dachte mir hier, okay. Brachlandschaft, Grashalm. Das heißt, man ist wahrscheinlich selber auf der Größe von einem Grashalm. Also kommt das hin mit einem Pikmin von der Perspektive her. Und es könnte halt Gamecube-Ära sein. Und ja, ne? Pikmin ist halt Gamecube. Deshalb war das da an dem Punkt eigentlich schon selbsterklärend. Okay. Nächster ist 709. Das ist ziemlich leuchtend. Ich habe keinen Dunst, was in Richtung ich hier gessen soll. Vielleicht sowas wie Watch Dogs? Können das Watch Dogs bei Nacht sein? Wir machen mal Watch Dogs. Ich habe keine Ahnung. Wir machen einfach mal. 87er Metacritic Score. Wir haben Autos, die sehr pixelig sind im Hintergrund. Ich bleib dabei, dass es ein Open-World-Game à la GTA sein kann. Machen wir mit Sleeping Dogs weiter. PC, PS3, 360 und DS. Ist es vielleicht Driver San Francisco? Es ist ein Racing-Game. Okay, ich bin nicht weit weg. Jetzt ist die Frage, was für eins? PC, PS3, Xbox 360 und DS. Für PS3, Xbox 360 und DS. Ist es vielleicht Juiced? Aber das sieht eher nach einem Simulationsracer, nicht nach einem Arcade Racer aus. Blur? Aber Blur kam nicht von DS. Arcade Racer, was. Nicht Arcade Racer. Ein anderer Guess, den ich hatte, war halt Pro Street, aber es sieht halt so gut aus für Pro Street. Puh. Ich gehe mal mit Juiced und. Never mind. Ja, wir gehen einfach mal damit. Release 2008. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Colin McRae Dirt? Nein. Warte, Grip. Grip hat existiert. Grip könnte sein. Oder Grid. Race Server Grid halt. Moment, ich schau kurz auf Steam, welches der Spiele ich habe. Ich glaube, es heißt nämlich Grid und nicht Grip. Race Driver Grid. Ja, Grid heißt das. Okay. Dann ist das das Spiel, mit dem ich jetzt gehe. Grid. Das wird knapp. Ich wollte mal Grid spielen. Also generell will ich mal wieder ein Racing-Game spielen, aber ich kam nie wirklich rein in so ein Spiel wie Grid, weil Grid ist halt richtig Simulationsspiel. Und Racing-Simulationen machen mir nicht so viel Spaß wie Arcade Racer. Ich möchte mich halt nicht darum bemühen, jede Kurve
Pitch Perfect zu nehmen, sondern ich will einfach Spaß am Fahren haben. Und da war halt die Need for Speed Reihe damals halt ein guter Pick für mich. Ich versuch's mit Anbauen irgendwann noch. Das habe ich, aber naja. Wir spielen noch eins und dann reicht das auch für heute, würde ich sagen. Was ist das denn? Was ist das? Das könnte Final Fantasy 7 sein. Nope. Das ist ein entweder Street Football Game oder... Ja, ich gehe mit einem Street Football. Street Football? Gibt's da irgendwas? Street Football, Street Football. Alles Street Fighter. Puma Street Soccer. Das vielleicht. Stimmt, wenn, dann müsste ich ja nach Soccer suchen und nicht nach Football, ne? Gucken wir mal Street Soccer. Freestyle Street Soccer. Puma Street Soccer. Wir nehmen das mal. Oh, es ist Basketball. Oh. Street Basketball. NFL Street? Oh, okay. Noch nie davon gehört, ist mir auch so dermaßen egal, weil Sportspiele mir halt dermaßen egal sind. Aber ey, scheinbar konnte ich das beim dritten Guess machen durch einen random Wild Guess. Also bin ich irgendwie ein bisschen stolz auf mich? I don't know. Ich glaube ja nicht. So oder so, das war der heutige Part und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut!